Unpopuläre Meinungen und Guilty Pleasures. Jeder hat sie. Und keiner kann sich davon falsch machen. Ein Freund von mir zum Beispiel ist ein Riesenfan von Kobe Calais. Und hier sind ein paar Einsichten im Nagelkopf. Fangen wir mit dem Klassiker an. Iraq. Ein, wie ich finde, total schreckliches Buch. Die Story ist okay, aber der Schreibstil ist so beschissen, dass es für mich eine Qual war, mich da durchzukämpfen. Den Film allerdings fand ich klasse und ich finde es schade, dass die Reihe nicht fortgesetzt wurde. Auch wenn ich verstehen kann, dass die Filme so viel Hate gekriegt haben, weil sie sich halt so stark von den Büchern unterschieden haben. Weil der Film, dass es nicht weitergemacht wurde. Für mich schade, für andere wahrscheinlich die gerechte Strafe. Oder ein anderer Film, den ich total klasse finde, auch wenn Reik hier mich dafür wahrscheinlich hassen wird, da er ein Riesenfan der Serie ist, war Die Legende von Aang, die Verfilmung von Avatar, Herr der Elemente. Ich fand die Serie, finde die Serie auch total geil, aber ich mochte auch den Film von M. Night Shyamalan. Das Ding ist einfach, dass es total schwer ist, eine komplette Staffel eines Films oder einer Serie zu nehmen und die einfach auf knapp 100 Minuten Film zu pressen. Und das finde ich ist ihm eigentlich gut gelungen. Und dass dem ganzen Whitewashing vorgeworfen wird, kann man sehen, wie man will. Für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, Whitewashing bezeichnet es, wenn man Charaktere, die eigentlich nicht weiß sind, durch weiße Schauspieler darstellen muss. Aber ich bin der Meinung, dass da, wo die Ethnie eines Menschen überhaupt nicht wichtig ist für die Story oder den Charakter an sich, ist es scheißegal, wen ich da besetze. Aber es gibt auch Filme, die andere gefeiert haben. Die ich total kacke fand. Hangover. Hangover ist das beste Beispiel. Millionen Leute haben sich die Filme angesehen. Es gibt also 2 oder 3 Fortsetzungen davon. Und ich verstehe es nicht. Also ich intellektuell verstehe ich die Witze zwar. Ich finde es nicht lustig. Das kommt nicht an bei mir. Einfach nicht meins. Oder nehmen wir Twilight. Ich meine, die Kerle werden mir recht geben. Twilight ist scheiße. Und Better. Früher, da war man eben düster, sexy, irgendwo geheimnisvoll, aber das waren keine cringe-worthy Teenage-Emo-Kerle, die im sonnig glitzen. Hallo? Ein echter Vampir zerfällt im scheiß Sonnenlicht zu Staub. Und wenn mich Edward jemals beißen würde, würde ich die Dauerurlaub auf der Sonnenbank buchen, damit auch ja nichts von mir übrig bleibt. Und eine andere große Filmreihe, von der ich mir so viel erhofft hatte, ist die Hobbit-Trilogie. Die hat mich einfach unglaublich enttäuscht. Die hatte so viel Potenzial, gerade wenn man halt an den großen Bruder denkt, die Herr der Ringe-Trilogie, die für mich immer noch mit das Beste ist, was je irgendwie an Film produziert wurde. Viele sagen auch, ja, aber die Herr der Ringe-Trilogie, da fehlt so viel. Ja, aber ich finde, von dem Quellenmaterial aus gesehen, ist die Herr der Ringe-Trilogie die beste Verfilmung, die man aus dem gegebenen Stoff machen konnte. Aber es gibt auch eine Trilogie, die viele zum Beispiel hassen, die mir gefällt. Star Wars, die Trilogie von Episode 1 bis 3. Wenn man mal Jar Jar außen vor lässt, finde ich die Filme total geil. Und sollte sich diese Darth Jar Jar Fan-Theorie doch irgendwie mal bewahrheiten, wäre selbst der ein kompletter Geniestreich gewesen. Aber kommen wir mal noch zu einem anderen Punkt. Filme bisher so einiges durch. Wie wär's mit Comics?
finde fast alles, was DC macht, kacke. Superman ist für mich der schlechteste Held aller Zeiten. Er ist quasi ein Gott. Und das macht ihn einfach so unglaublich langweilig. Es gibt allerdings so ein paar Sachen bei DC, die ich tatsächlich mag. Batman, ich meine, der beste Detektiv seit Sherlock Holmes, ist eigentlich einer der coolsten Helden überhaupt, die ich kenne. Oder so die Sachen, die bei Vertigo erschienen sind, also DCs Erwachsenensparte. So Sachen wie V wie Vendetta zum Beispiel oder Sin City. Genial, weil düster, böse, einfach klasse. Oder als letztes Beispiel, könnte ich ein Videospiel anbringen, bei dem mich so einige Gamer wahrscheinlich schief angucken würden, ist Resident Evil 6. Mir hat dieses Spiel unglaublich viel Spaß gemacht und im Vergleich zum Vorgängerteil fand ich das Spiel zum Beispiel wesentlich besser, hatte eine bessere Story und die Atmosphäre war einfach viel, viel besser rübergebracht. Wenn ich so ehrlich im Vorgänger, ist man ein gefühltes Viertel des Spiels durch die Gegend gelaufen und hat an einem sonnigen Sandstrand Leute abgeknallt, die alle aussahen wie Saddam Hussein und seine 11 Millionen Klone. Aber man muss halt bei all diesen Beispielen auch sagen, Geschmäcker unterscheiden sich. Und man kann sich darüber nicht streiten. Aber ich fände es mal ganz interessant zu hören, ob ihr vielleicht auch irgendwie solche Guilty Pleasures habt. Und wer weiß, vielleicht findet sich da der eine oder andere Geheimtipp unter. Also dann, bis zum nächsten Mal. Cheerio!